Jo Leute und willkommen zu einem neuen Video und wie ihr hier gerade schon seht, ich habe versucht mal ein bisschen meine Lightning-Issues zu fixen. Ich habe mein Bestes gegeben, seht's mir nach, ich bin halt kein professioneller YouTuber. Naja, jedenfalls habe ich ja in den letzten Videos und auch so ein bisschen in meinen Streams und auf Twitter und auf Instagram, auf beiden Plattformen Sekretär, da by the way, Links sind in der Videobeschreibung, habe ich ja so ein bisschen angeteasert, dass ich in letzter Zeit öfters mal mit ein paar anderen Videoschnittprogrammen rumexperimentiert habe, außer denen, die man üblich halt so benutzt. Und ihr wisst ja, ich mache ja den YouTube-Channel nicht erst seit gestern, sondern ich bin ja auf YouTube schon eine ganze Weile lang aktiv, um genau zu sein, seit in etwa 2013, da haben wir angefangen, ich zusammen mit dem guten Psycho aka Basti Gaming-Content zu erstellen und zu der Zeit habe ich tatsächlich meine Videos mit Magic's Video Deluxe geschnitten. Ein uraltes Videoschnittprogramm, was aber im Prinzip schon die ganzen professionellen Features mit drin hatte, was man so in Vegas Pro und beziehungsweise Premiere Pro auch gewohnt war. Also halt mehrere Spuren. Ich glaube, Keyframes haben das Programm sogar auch. Ich habe unser erstes Intro damit designt. Ich glaube auch das zweite und dritte. Und ich habe halt eine ganze Zeit lang, bestimmt so 1 bis 2 Jahre lang, unsere bzw. meine Videos damit geschnitten. Später bin ich dann, wie einige vielleicht wissen, auf die Adobe Suite gewechselt. Das heißt, ich habe dann meine Videos mit Adobe Premiere geschnitten in Kombination mit Adobe After Effects. Und das ist bis heute so eigentlich meine Lieblingskombo gewesen an Videoschnittprogrammen, die ich benutzt habe. Weil gerade Premiere Pro ist sehr, sehr einfach zu bedienen, hat aber auch sehr komplexe Features. Man kann extrem viel mit dem Programm machen. Es ist sehr professionell, aber gleichzeitig nicht zu professionell, als dass es zu kompliziert ist. Und gerade in der Synergy mit After Effects ist das halt eine sehr, sehr schöne Möglichkeit, Videos zu bearbeiten. Einige wissen ja vielleicht auch, dass das Intro, was hier immer am Anfang meiner Videos kommt, das habe ich auch in After Effects erstellt. Ich habe das dann später irgendwann als AVI-Video mit Alpha Channel rausgerendert, damit ich das auch in anderen Schnittprogrammen benutzen kann. Aber im Prinzip ist es tatsächlich immer noch genau dasselbe Intro. Jedenfalls bin ich dann später, als ich dann die Creative Cloud nicht mehr hatte, bin ich dann auf Vegas Pro gewechselt. Ich habe auf Steam ein schönes Angebot gefunden, wo Vegas Pro 14 von, ich glaube, 300 Euro oder so auf 70 Euro runtergesetzt war. Und dann dachte ich mir, alles klar, ich kannte auch ein paar YouTuber, die das Programm auch genutzt haben, zum Beispiel Trilux oder Bibernator, der stellenweise seine Edits damit gemacht hat, wo ich mir so dachte, okay, guck ich dir das mal an, probierst du das mal aus. Und wie ihr vielleicht auch wisst, habe ich dann eine ganze Zeit lang mein Tutorials mit Vegas Pro geeditet. Jedenfalls mit Vegas Pro, muss ich sagen, hat es mir auch sehr viel Spaß gemacht, Videos zu editieren. Das Programm hat sehr, sehr viel drauf, ist sehr professionell und auch sehr performant. Aber das ist auch so ein bisschen das Problem. Ich glaube tatsächlich, dass Vegas Pro ein bisschen zu professionell für mich war, weil ich einfach mit vielen Sachen gar nicht klarkomme. Gerade das Erstellen von Text und das, sag ich jetzt mal, Kroppen und so Movement in Videosachen. Also ihr merkt, ich bin kein kompletter Profi darin. Ich habe mir das auch alles nur selber beigebracht. Aber die ganzen Sachen, die man da in Premiere Pro machen konnte, hat man in Vegas nur kompliziert hinbekommen. Ich glaube, die mit Vegas 14, 13 oder 15 Mal gearbeitet haben, die wissen, wovon ich rede. Und zudem hatte Vegas bei mir einfach das Problem, dass Videos zu rendern extrem lange gedauert hat. Ich habe stellenweise für ein 30 Minuten Tutorial 2 Stunden lang gerendert. Jetzt könnt ihr euch vorstellen, wie lange ich dann stellenweise gerendert habe für Tutorials, die wesentlich länger gingen. Ich habe literally damals über die Nacht Videos rendern müssen. Weswegen ich dann so mich ein bisschen umgeschaut habe und tatsächlich auch mal ein paar andere Programme ausgetestet habe und ich dachte mir, okay, versuche ich doch mal daraus eine kleine Videoreihe zu machen, wo ich so ein paar Programme nebeneinander stelle und euch einfach mal ein paar Alternativen zu, sage ich jetzt mal, Premiere Pro und Vegas, was weiß ich, zeige, die vielleicht auch nicht unbedingt so viel Geld kosten müssen. Und anfangen werde ich dabei mit HitFilm Express. Dieses Videoschnittprogramm habe ich tatsächlich schon mal auf meinem YouTube-Channel reviewed. Und zwar habe ich damals heißt 2016, ein Friday-Shit gemacht, wo ich einfach mal gesagt habe, yo, ich habe das mal ausprobiert, habe meine Gedanken dazu abgegeben und dann eine Conclusion gezogen. Ich habe es damals das beste kostenlose Schnittprogramm genannt und ich würde auch behaupten, dass das zu der Zeit sicherlich so war, mittlerweile definitiv nicht mehr. Wie gesagt, 2016 ist schon eine ganze Zeit lang her, ich habe es dann sein gelassen, weil das auf meinem alten Rechner tatsächlich sehr unperformant lief und das Editieren dann damit auch nicht so viel Spaß gemacht hat, das Rendern auch lange gedauert hat und am Ende
habe ich dann einfach mit Vegas weitergeschnitten. Beziehungsweise damals mit Premiere Pro, da habe ich nämlich tatsächlich noch die Adobe Suite benutzt und das auch damit verglichen. Und da mir Premiere Pro einfach besser gefallen hat, habe ich dann halt einfach damit weitergeschnitten. Aber jetzt gab es halt eine ganze Menge Änderungen und Updates. Nicht unbedingt gerade in die positive Richtung, aber darauf komme ich später zu sprechen. Aber ich dachte mir, gibst du dem Programm halt nochmal einen Try. Und ich werde es jetzt auch so ein bisschen so aufstellen, dass ich so ein paar Pros und Cons von dem Programm nennen werde und dann auch im Nachhinein vielleicht auch mal das mit anderen Programmen vergleiche, beziehungsweise wenn ich dann andere Programme noch zeige, das mit den letzten vergleiche. Kommen wir nun also mal zu den Pros von HitFilm Express. Zum einen ist es kostenlos. Und kostenlos meine ich ja wirklich kostenlos. Warum? Komme ich später nochmal darauf zu sprechen. Jedenfalls könnt ihr euch das Programm kostenlos herunterladen, ausprobieren und installieren. Euch wird aber auffallen, dass einige Sachen tatsächlich erst verfügbar sind, wenn man sogenannte Packages dazu kauft. Wie gesagt, komme ich später nochmal zu. Generell ist das Programm sehr übersichtlich, schlüssig und hat einfach die Features, die man sich von einem professionellen Bearbeitungsprogramm wünscht. Es hat eine ordentliche Timeline, die getrennt ist in Audio und Video. Man kann so viele Timelines benutzen, wie man möchte. Die Möglichkeit, Text einzufügen, funktioniert gut. Die Transformation-Effekte funktionieren gut. Und es hat halt eine generelle Suite an Sachen, die man nutzen kann und nicht viel zu kompliziert sind. Also man kann schon ziemlich gut Videos damit schneiden. Ihr habt gesehen, das letzte Friday Shit zum Beispiel habe ich auch mit HitFilm Express tatsächlich geschnitten. Und ihr seht auch im Hintergrund vielleicht mal so ein paar Einschnitte, wo ich so ein bisschen was zeige, als ich das geschnitten habe. Das, was ihr im Hintergrund seht, ist übrigens kein Material vom Schnitt des Friday Shit Videos. Das ist irgendwie abhanden gekommen. Was ihr im Hintergrund seht, ist tatsächlich der Schnitt von einem anderen Video, was ich eigentlich machen wollte, wo ich mich aber gegen entschieden habe, was also nie kommen wird. Ja, wollte ich jetzt nur mal kurz hier an der Stelle einwerfen, bevor Verwirrung entsteht. Generell ist das Programm vom Workflow und vom Aufbau sehr ähnlich Adobe Premiere Pro und After Effects. Was halt für Leute, die damit schon mal gearbeitet haben, sehr, sehr nützlich ist. Ich würde aber auch behaupten, dass jemand, der komplett neu im Videoschnitt ist, mit dem Programm sehr gut klarkommen würde. Zudem lässt sich es halt dadurch, dass es sehr einfach zu bedienen ist, man kommt in den Workflow rein, der sehr produktiv ist. Ich hatte auch schon mit Videoschnittprogrammen geschnitten, wo ich sagen muss, die hatten einen Workflow, der war so anders und kompliziert, dass ich damit einfach nicht klarkam. Ihr merkt auch, das ist ziemlich subjektiv meine Sicht darauf, aber es ist ja auch ein Review so meinerseits. Ich kann jetzt nicht objektiv sagen, ob das allgemein gut ist, weil ich dafür einfach nicht so die Ahnung habe, aber für mich persönlich war der Workflow mit dem Programm an sich okay. Komme ich aber später auch nochmal auf was zu sprechen. Zudem hat das Programm einen Composite-Editor. Das bedeutet, man kann in diesem Composite-Editor, der so ein bisschen, man kann sich das so ein bisschen vorstellen wie After Effects, das ist auch vom Design her sehr ähnlich After Effects, kann man sehr gut mit Keyframes und Effekt-Animationen und Transformationen und Pfaden und was weiß ich arbeiten. Es ist vom Aufbau her im Prinzip sehr ähnlich After Effects, aber halt, sage ich mal, in einer sehr abgespeckten Variante. Ist aber cool, dass das mit drin ist. Dadurch kann man halt sehr, sehr gut und viel mit Keyframes arbeiten und auch vor allem mit Keyframe Interpolation, was auch nicht jedes kostenlose Schnittprogramm hat, sondern nur ganz, ganz wenige. Und wenn dann halt nur, sage ich mal, dass man sagen kann, dass es einen Ease hat oder nicht und nicht genau die Kurve bearbeiten kann, was ich persönlich sehr angenehm finde. Also der Composite Editor, um das mal zusammenzufassen, ist sehr angenehm zu benutzen. Ich habe zum Beispiel auch diese Transition, die ich in meinen Streams benutze, habe ich tatsächlich auch in HitFilm Express geschnitten. Oder animiert, nicht geschnitten. Zudem hat man sehr, sehr viele Exportoptionen. Das heißt, dadurch, dass ich ja auch diesen Übergang in HitFilm Express erstellt habe, habe ich das Ganze auch mit einem Alpha-Channel in AVI exportiert. Das kann man auch in ziemlich wenig kostenlosen Schnittprogrammen. Aber man hat hier sehr viele Einstellungsmöglichkeiten. Auch bei H264 hat man sehr viele Möglichkeiten. Man hat aber auch sehr viele Presets, aus denen man ganz einfach wählen kann, wenn man sich darum nicht so im Kopf machen möchte. Aber zum Rendering, ja, sage ich später auch noch ein bisschen was dazu. Denn wir kommen jetzt erstmal zu den Cons. Und ehrlich gesagt, gibt es da eine ganze Menge leider. Denn ich komme jetzt nochmal darauf zu sprechen, dass das Programm ja
kostenlos ist. Wenn man mal auf die Seite, beziehungsweise wenn man mal das Programm öffnet, dann sieht man gerade bei den Effekten oft diesen kleinen grünen Add-in-Button oder Plug-in-Button. Ich weiß nicht mehr genau, wie das hieß. Ja, nochmal einen kleinen Einwurf aus der Regie. Ich würde gerne hier an der Stelle eigentlich ein paar Bilder einblenden, aber das kann ich leider nicht mehr machen, weil nachdem ich DaVinci Resolve installiert habe, öffnet sich HitFilm Express nicht mehr. Und ich habe ehrlich gesagt auch keine Lust, dieses Programm nochmal zu installieren. Und dann wird einem auffallen, wenn man die versuchen will zu benutzen, dass dann, ja, es benötigt wird, diese in einem Package zu kaufen oder einzeln. Das heißt, man hat eine ganze Menge, sage ich mal, an Standardeffekten, aber gerade bei der Farbbearbeitung und bei der Tonbearbeitung muss man sich einfach super viel mit dazu kaufen. Und dadurch, dass man das auch die ganze Zeit sieht, wird einem das halt auch permanent unter die Nase gerieben, sage ich mal. Und man muss halt leider auch sagen, dass einige Plugins, die halt kostenpflichtig sind bei HitFilm, gibt es einfach bei anderen Programmen kostenlos mit dazu. Und gerade die Audiobearbeitungssachen sind halt sehr nervig, weil ich sag mal so, da muss man halt dann, anstatt dass man irgendwelche Equalizer oder Kompressoren in dem Programm nutzen kann, das halt vorher irgendwie in Audacity oder sowas machen. Was halt gerade nervig ist, wenn man mit OBS seine Audiospuren schon aufgenommen hat, die dann erst raus exportieren muss, da dann die Effekte in Audacity aufwenden muss oder anwenden muss und das dann wieder reimportieren muss, ist einfach ein bisschen nervig. Und ich glaube, im Nachhinein, wenn man wirklich das Programm haben möchte mit allen Funktionen, die es tatsächlich hat, dann kommt man höchstwahrscheinlich am Ende bei einem Preis raus, der wesentlich teurer ist, als wenn man jetzt zum Beispiel sich Vegas Pro oder so kauft. Ich glaube, selbst für den Vollpreis von einem Vegas Pro für 600 Euro. Und ihr seht, auf der Seite gibt es verdammt viele Packages, die man sich kaufen kann. Zudem habe ich ja angesprochen, dass ich anfangs, als ich das Programm das erste Mal getestet habe, einige Performance-Probleme hatte. Ja, kleiner Fun-Fact, das ist immer noch nicht gelöst, das Problem. Denn selbst bei meinem neuen Rechner, der doch einiges mehr an Leistung hat, gibt es immer noch das Problem, dass jedes Mal, und zwar wirklich jedes Mal, wenn man in die Timeline hineinzoomt oder rauszoomt, die Vorschaubilder in den Videospuren neu gerendert werden. Da frage ich mich einfach, hallo, habt ihr da irgendwie schon mal was von Caching gehört? Nee, jedes Mal, wenn man reinzoomt und rauszoomt, werden diese kleinen Scheiß-Vorschaubilder in der Videotimeline neu gerendert. Sieht man dann halt immer schön, dass das erstmal so die CPU 80-90% ausspiked für ein paar Sekunden, die Timeline ein bisschen ruckelt und auch dann die Wiedergabe danach ein bisschen ruckeliger ist. Ist ja klar, wenn da irgendwelche Thumbnails gerendert werden. Gut, nun kann man sich sagen, okay, das kann man ja ausschalten. Wisst ihr, was richtig lustig ist? Wenn man diese Thumbnails ausschaltet, dann hat man auch keine Preview mehr von der Waveform von Audiodateien. Das macht ja mal mega Sinn, oder? Das ist so sinnvoll. Ich verstehe es einfach nicht. Das heißt, man kann zum Glück eine Zwischenoption wählen, wo dann nur der erste und der letzte Frame in einer Videospur angezeigt bzw. gerendert werden, dann muss das zwar auch jedes Mal gerendert werden, aber es ist wesentlich performanter, als wenn alle Bilder zwischendrin gerendert werden. Aber wisst ihr, was gleich das nächste Geile ist? Wenn ihr schon irgendwie 2 Stunden an einem Projekt geschnitten habt und merkt dann irgendwie, dass das immer unperformanter wird, desto mehr Videospuren ihr habt, weil immer mehr Frames gerendert werden müssen und ihr euch dann denkt, okay, ich stelle das jetzt mal in den globalen Optionen des Programms um, dann ändert sich nichts. Ihr müsst nämlich erst ein neues Projekt erstellen, dann ändert sich das. Weil aus irgendeinem Grund sind die Einstellungen an das Projekt gebunden, die man global in dem Programm einstellt. Das ist so sinnvoll. Das ist Five-Head-Time einfach nur. Ich verstehe wirklich manche Decisions nicht, die gemacht wurden, als das Programm entwickelt wurde. Ich verstehe es einfach nicht. Eine weitere Sache, die ich auch nicht verstehe, ist, dass jedes Mal, wenn man in das Programm reinklickt, die Wiedergabe pausiert wird. Ihr müsst mich verstehen, ich editiere meine Videos immer so, dass ich den Cursor bzw. dass die Wiedergabe in der Timeline laufen lasse und währenddessen einfach so Audio-Level anpasse oder Schnitte setze und dann wieder zurückgehe und dann wieder über den Schnitt laufen lasse, um zu gucken, ob das ein guter Übergang ist und ich einfach während die Timeline läuft, editiere. Professionelle Videoeditoren würden mir zwar wahrscheinlich sagen, dass das totaler Schwachsinn ist, aber für mich hat sich einfach dieser Workflow ergeben, dass das für mich am besten ist und dass ich so am schnellsten arbeiten kann. Das lässt sich bei HitFilm Express einfach nicht umsetzen, weil jedes Mal, wenn man irgendwo in dieses Programm klickt, ob in die Audio-Leveler, also in den Audio-Mixer oder in die Timeline oder irgendwohin, wird die Wiedergabe pausiert und man kann es nirgendwo in den Optionen einstellen bzw. ausschalten. Jedenfalls habe ich keine Option gefunden. Und wo wir gleich mal weitermachen bei Sachen, die man bei dem Programm nicht machen kann, ich habe auch keinen Eintrag im Kontextmenü gefunden, um
Elemente in der Timeline zu gruppieren. Das ist einfach für mich so ein Punkt, den muss ein Videoschnittprogramm haben, wenn man eine Timeline hat mit vielen Objekten. Weil gerade bin ich jemand, der gerne Sachen auf ihre eigene Timeline packt. Zum Beispiel packe ich gerne, wenn ich jetzt zum Beispiel eine Footage-Line habe und da Zeitrafferaufnahmen draus schneiden will, dann packe ich die eine Ebene höher, dass ich weiß, das sind alle meine Zeitrafferaufnahmen und das drunter sind alle meine Realtime-Aufnahmen. So, und dann packe ich vielleicht noch eine Ebene drüber, da packe ich nur Text rein. Und dann packe ich vielleicht noch eine Ebene drüber, da mache ich Bilder rein. Und das ist beim Ton genauso. Habe ich die Tonspur von meinem PC, die Tonspur von meinem Mikrofon, die Tonspur von Audioeffekten, die Tonspur von Musik. Und gerade so Audioeffekte oder kleine Texte oder kleine Einschnitte sind halt in der Timeline, wenn man rauszoomt, sehr, sehr klein. Und wenn man dann mehrere Sachen selektiert und verschiebt, dann kann das manchmal passieren, dass Sachen auf Spuren einfach verloren gehen und dann irgendwo verschoben sind, was einem erst nach dem Rendern auffällt, wenn man das Video nochmal durchguckt, dann muss man das Video nochmal neu machen, beziehungsweise nicht neu machen, aber anpassen und dann nochmal rausrendern. Und das alles würde sich einfach lösen lassen, indem man Elemente gruppieren könnte, weil dann würde sowas nicht passieren. Aber ich habe keinen Eintrag in diesem Kontextmenü gefunden oder kein Hotkey. Nichts. Wenn es da irgendwas gibt, berichtigt mich gern, aber ich kann es auch nicht verstehen. Es wäre echt sad, wenn es das nicht gäbe, weil dann würde ich dieses Programm überhaupt nicht zum Schneiden empfehlen. Weil das ist ein Feature, das braucht man meiner Meinung nach wirklich. Yo, ich bin's nochmal aus dem Off. Ich bin hier übrigens gerade live auf Twitch und schneide das Video tatsächlich gerade im Stream. twitch.tv/zekrotheodor. Und da habe ich tatsächlich nochmal rein recherchiert, ob es tatsächlich nicht möglich ist, in HitFilm Express eine Gruppe zu erstellen. Und laut diesem Kommentar von dem guten Staff-Member The Ben Norris hier an der Stelle, wenn ich das richtig verstehe, kann man nur Composite-Shots erstellen, wo man halt alle Videos, also alle Spuren zusammenmercht oder halt Video- und Audio-Clips zusammenlegen. Das heißt, es ist nicht möglich, temporäre Gruppen zu erstellen. Das ist meiner Meinung nach einfach, damit hat sich das Programm für mich rausgekegelt. Habe ich 9 Euro schön umsonst ausgegeben. Noch eine Sache, die man auch nicht machen kann, ist die Höhe von einzelnen Spuren einstellen. Man kann zwar die Höhe von Spuren einstellen, dass man sagen kann, okay, ich möchte meine Spuren medium, groß oder klein haben, aber man kann nicht die Spuren einzeln in der Größe verstellen. Zum Beispiel eine Textspur, da brauche ich keine Preview-Bilder, die mache ich ganz klein. Oder eine Spur, wo Video drin ist, wo ich wirklich auf das Video schneiden möchte, die kann man dann halt größer machen, um die Thumbnails anzuzeigen. Was natürlich bei dem Programm sinnlos ist, weil die Thumbnails ja jedes Mal, ne, ihr wisst. Oder gerade bei Audiospuren macht es bei Musik zum Beispiel gar keinen Sinn, eine große Waveform anzuzeigen, weil ihr schneidet am Ende wahrscheinlich eh nicht auf die Beats in dem Song. Aber gerade bei einer Audiospur von einem Mikrofon, dann ist es doch sinnvoll zu sehen, wo ist Stille, dass man da effektiv rauscutten kann. Oder um Audio zu synchronisieren, ist das wesentlich angenehmer, wenn man die Spur einfach ein bisschen größer ziehen kann. Aber man kann sich halt nur entscheiden, alle Spuren groß, alle Spuren klein. Man kann es auch nicht frei einstellen, weil es gibt nur diese 3 Stufen. Ist vielleicht ein Meckern auf einem hohen Niveau, ich weiß es nicht. Aber für mich persönlich sind das einfach Sachen, die dann auf Dauer nach 5-6 Stunden Schneiden in so einem Programm einfach nervig sind. Und ich meckere nicht darüber, weil es das in anderen kostenpflichtigen Programmen gibt, sondern ich meckere darüber, weil es das in kostenlosen Programmen gibt, was ihr beim nächsten Part sehen werdet. Die nächste Sache sind Keyframes. Ja, HitFilm Express hat Keyframes, gerade in diesem Composite-Editor. Aber das war's dann auch schon. Man kann Keyframes setzen in der Timeline bei Sachen, die auch in der Timeline adjustable sind, wie zum Beispiel die Opacity oder das Volume. Da kann man mit Alt-Klick auf diese Line tatsächlich Keyframes setzen. Aber das war's dann auch schon. Alles andere, Position, Größe, Rotation, Pitch, was weiß ich, was man sonst noch für Effekte anwenden könnte, kann man alles nicht in der Timeline, beziehungsweise die meisten Programme haben dann so ein extra Keyframe-Window, gibt's einfach nicht. Man muss jedes Mal, wenn man auch nur irgendwie ein Bild ganz kurz mal reinzoomen will, muss man aus dieser Sequenz einen Composite-Shot machen, in diesen Composite-Editor gehen, da die Keyframes setzen, dann wieder zurück in die Timeline und da wurde das dann quasi automatisch ersetzt und alles schön zusammengeklatscht. Alle Spuren, die in dem Composite-Editor dann drin sind. Sag dann mal irgendwann, okay, nee, ich will das jetzt doch wieder auseinander getrennt haben. Viel Spaß dabei, das auseinander zu friemeln. Das sind einfach so Workflow-Sachen, wo ich mir sage, das hätte man einfach einfacher machen können. Klar hätte man dann eine Funktion doppelt drin und zwar hätte man doppelt Keyframes, aber meiner Meinung nach wäre das ein guter Kompromiss gewesen dafür, dass man, wenn man einfach nur ein Bild für eine Sekunde reinzoomen will, nicht einen kompletten Composite-Shot erstellen muss.
Eine weitere Sache ist auch, dass man zum Beispiel Spuren nicht locken kann. Das heißt, man kann ja in vielen Schnittprogrammen sagen, diese Spur oder diese Elemente sind gelockt, dann kann man die nicht mehr verschieben oder nicht mehr verändern. Die sind einfach immer in place, egal was man mit der Timeline macht, egal was man selektiert, die sind einfach gelockt. Kann man auch nicht. Sind einfach so Sachen, die dann im Endeffekt halt echt nervig sind, meiner Meinung nach. Und jetzt kommen wir zu dem größten Manko, den ich an dem Programm habe, weswegen ich es sehr ungern weiter benutzen würde. Ihr müsst wissen, ich habe jetzt einen PC, der ein bisschen mehr Beef hat. Ich sag mal, die alte Grafikkarte von meinem alten Rechner ist immer noch drin, aber ja, bei den meisten Programmen spielt die Grafikkarte nicht so eine große Rolle beim Rendern. Die größte Rolle spielt tatsächlich der CPU und meiner ist definitiv mittlerweile besser als das, was ich früher hatte. Und das Fade Shit, was ich letzte Woche geschnitten habe, ich habe mal aufgenommen bzw. ein paar Sachen analysiert, während ich das Video gerendert habe. Für die 16 oder 17 Minuten dieses Friday Shits habe ich sage und schreibe eine ganze Stunde gerendert. Jetzt werdet ihr euch bestimmt denken, ja okay, hat halt bestimmt irgendwas gebottleneckt. Ich zeige euch mal jetzt einen Graph von der CPU und GPU und RAM-Auslastung. Und das seht ihr zum Beispiel bei meinem RAM. Gut, RAM-Auslastung ist sowieso beim Rendern nicht unbedingt so hoch, wenn man nicht viele Effekte oder viele Layer übereinander packt. Aber ihr seht, die RAM-Auslastung ist von, ich weiß nicht, irgendwie um 1-2 GB angestiegen. Auf 14 GB oder so. Das ist bei meinen 32 GB RAM, die ich in dem Rechner habe, so in etwa die Hälfte. Da ist also auch noch sehr viel Headroom da. Aber das kritisiere ich noch nicht mal. Das Größte, was ich kritisiere, seht ihr oben bei der CPU-Lastung. Die ist permanent, wie gelockt, steady auf 25%. Genauso die Grafikkartenauslastung. Die geht immer mal ein bisschen hoch und runter. Überschreitet aber auch, glaube ich, nie 50 oder 60%. Und das halt stabil durch das gesamte Video, wo ich mich wirklich frage, wieso nimmt das Programm nicht doppelt oder dreimal oder viermal so viel CPU-Auslastung und ist dafür halt einfach viermal schneller fertig. Verstehe ich da irgendwas einfach nicht? Beziehungsweise andere Programme können es ja auch. Warum macht das Hitfilm nicht? Jetzt könnte man meinen, okay, ist vielleicht deine Festplatten am Bottlenecken. Ich zeige euch mal im Hintergrund ein paar Aufnahmen aus dem Task Manager. Das ist zwar jetzt nicht über die gesamte Zeit, aber ich kann euch sagen, dass ich mein Footage auf meiner SSD hatte. Das ist eine Samsung Evo 970 oder so, die über PCIe direkt halt eine M.2 direkt auf dem Mainboard, könnt ihr mir nicht sagen, dass die Bottleneck mit über 3 GB Leserate pro Sekunde. So groß sind nicht mal die Videos. Dann hatte ich noch Sachen wie mein Intro zum Beispiel auf meiner externen Festplatte. Klar, das Bottleneck definitiv. Das waren aber auch nur die ersten 5 Sekunden, wo mein Intro läuft. Danach war die gar nicht mehr in Use, beziehungsweise waren da nur noch die Audio-Tracks drauf, aber das bisschen Audio hat definitiv nicht diese Festplatte gebottleneckt. Und dann habe ich auf meine HDD gerendert. Da könnte man jetzt meinen, okay, vielleicht hat das gebottleneckt, aber ihr seht auch hier wieder, die war bei maximal 3-4% Auslastung die ganze Zeit, mit einer Response-Time von maximal, ich glaube, weiß nicht, 70, 80 Millisekunden oder so, was halt definitiv nicht so einen starken Einfluss auf die Render-Performance haben sollte. Ich frage mich einfach wirklich, ob das Programm im Hintergrund noch Däumchen dreht. Und das ist für mich einfach sinnlos. Warum muss ich meinen Rechner viermal so lange laufen lassen zum Rendern, während der eigentlich nur ein Viertel seiner Leistungskapazität ausnutzt? Das ist total Bullshit. Ihr seht jetzt auch die Presets, die ich benutzt habe zum Rendern. Das heißt, ich habe ein bisschen was bei dem Level runtergenommen von H264 und ich habe sogar auf eine konstante Bitrate eingestellt. Hätte ich jetzt eine variable Bitrate genommen, hätte ich das vielleicht noch verstanden, weil das dann mehr Processing Power braucht, dass das so lange dauert. Aber bei einer konstanten Bitrate 1080p 60 FPS, Level 4.2 H264, eine Stunde für 17 Minuten Video, das ist meiner Meinung nach definitiv zu viel, vor allem was andere Programme wesentlich schneller können, wie zum Beispiel der Kandidat, den ich dann als nächstes zeigen würde. Und jetzt seht ihr mal im Hintergrund, wie meine CPU-Auslastung über die Kerne verteilt waren. Da ist mir was sehr Interessantes aufgefallen. Ihr seht nämlich, jeder Kern ist so bis 20% durchgängig konstant ausgelastet, außer zwei Kerne, beziehungsweise wahrscheinlich ein Kern und zwei logische Prozessoren. Die gehen immer in der Auslastung auf 100% hoch, bleiben da kurz, gehen dann wieder runter auf 20%, gehen dann wieder hoch auf 100% und das richtig periodisch. Warum auch immer? Weil ich stelle nicht irgendwie die Auflösung alle 5 Sekunden um oder sowas. Oder irgendwas, was das halt auslösen könnte, warum das perfekt periodisch immer nach bestimmten Zeitintervallen diese Auslastung ändert.
Meiner Meinung nach ist das tatsächlich einfach ein Issue von der Software oder die crippeln das, wenn man nicht irgendwie ein Package installiert hat. Vielleicht muss man sich erst ein Package kaufen, dass man schneller rendern kann. Ich weiß es nicht, weil ich habe auch nicht alle Packages durchgeguckt, weil es sind auf der Seite einfach 500.000. Ihr merkt, ich bin kein besonders großer Fan von diesem Programm. Ich wollte es aber trotzdem an der Stelle einfach mal zeigen und ansprechen, weil ich mir dachte, vielleicht gibt es da draußen vielleicht doch ein paar von euch, die sich sagen, okay, für mich reicht das, für mich ist das super. Ich brauche ein Programm, was reliable ist, was schön aussieht. Ich muss einfach nur ein paar Videos schneiden. Dafür lohnt sich HitFilm Express auf jeden Fall, wenn ihr Zeit habt. Ich würde ja sagen, es lohnt sich vielleicht auch, wenn man einen schlechten PC hat, aber dann ist wieder die Editing-Performance so scheiße, wenn die ganze Zeit die Frames gerendert werden müssen. Aber hey, wenn man das auf Anfang und Ende setzt, dann kann man selbst damit flüssig arbeiten. Es ist bei den Packages sogar so, und das finde ich richtig bescheuert. Ihr müsst wissen, als ich das Programm früher vor 4 Jahren oder so mal ausprobiert hatte, hatte das standardmäßig ein Dark-Theme. Jetzt habe ich mir das runtergeladen. Es hatte ein White-Theme. Wisst ihr, was cool ist? Man muss sich erst das Starter-Package kaufen, dafür, dass man ein Dark-Theme hat. Das ist mal die größte Bullshit-Abzocke, die ich je gesehen habe. Zugegebenermaßen hat es bei mir funktioniert, weil ich habe mir das Starter-Package gekauft. Aber ich habe es mir auch nur deswegen gekauft, weil ich das Video vernünftig schneiden wollte und auch ein paar dieser extra Effekte nutzen wollte, die mit in dem Starter-Package mit dabei sind, um das Programm auch ein bisschen austesten zu können. Und ich sage mal, gut, 9 Euro kann man noch verstehen für so ein Schnittprogramm. Ich habe es jetzt halt, hin und wieder wäre es vielleicht auch mal tatsächlich einfach nutzen, wenn ich Bock habe, 4-mal so lang zu rendern, wie es eigentlich dauern würde. Naja, das ist meine Meinung zu HitFilm Express. Demnächst kommt noch ein Video, was ich auch dann, dieses Video werde ich dann mit dem Schnittprogramm schneiden, was ich als nächstes zeigen werde. Jetzt ist nur die Frage, mit welchem Schnittprogramm schneide ich dann das Video für das nächste? Habt mal in die Kommentare rein, was ihr darüber denkt, dass ich jetzt auch mal hin und wieder mal Videos zu anderen Sachen mache, die nichts direkt mit Entwickeln zu tun habe, wie zum Beispiel auch zu Videoschnitt oder vielleicht auch mal zu Audio-Gear oder was auch immer. Schreibt da mal in die Kommentare, was ihr davon haltet. Es werden natürlich trotzdem noch Dev-Videos kommen, aber ich denke mal, ein bisschen Abwechslung tut dem Channel auch ganz gut. Auf jeden Fall, wie gesagt, lasst ein Däumchen nach oben, schaut bei mir auf twitch.tv/zekrotha vorbei. Wir sind heute Abend wieder live und spielen ein bisschen Evolved Combat, unser eigenes Modpack, was wir selbst erstellt haben. Techniker und muss 5 Monate warten. Ja, das ist bestimmt so eine Regel, die Demokratie, dass ihre Sachen reparieren dürfen. Nein! Okay. Nein! Was ist denn gerade passiert? Schaut einfach mal vorbei, wenn ihr Bock drauf habt. 21 Uhr. Ansonsten würde ich sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dann, liebe Leute. Und auf Wiedersehen.